Wer gehört im Paradies zu meiner Familie, wenn mein Vater nach dem Tod meiner Mutter eine neue Frau heiratet? Sowieso, deine Mutter, inshallah ta'ala, wenn sie gläubig war, kommt sie in das Paradies. Aber mit wem wird die Frau verheiratet sein, wenn zum Beispiel der Mann verstirbt? Dazu gibt es drei Ansichten der Gelehrten. Und die einzige Ansicht, die mit authentischen Beweisen belegbar ist, dass die Frau mit dem Mann verheiratet sein wird, mit dem sie als letztes verheiratet war. Mit dem sie als letztes verheiratet war. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe.